verehrten Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie jetzt auf mich gewartet haben. Für mich heute ein besonderer Tag, diese Vereidigung, vor allen Dingen aber auch die erste inhaltliche Diskussion, bei der, glaube ich, sehr deutlich geworden ist, was uns im Bundestag mit Blick auf die Bundeswehr, mit Blick auf Sicherheitspolitik verbindet, aber eben auch das, was uns trennt und wo wir zu diskutieren haben. Ich habe heute aus dieser Debatte mitgenommen, dass wir die Rolle der Bundeswehr in unserem vernetzten Ansatz gemeinsam mit Außenpolitik und Diplomatie, gemeinsam mit der Entwicklungshilfepolitik als einen Beitrag zur deutschen Sicherheits- und zur deutschen Friedenspolitik vorantreiben müssen. Ich habe mitgenommen, dass wir insbesondere auch dafür stehen, dass die Vereinbarungen, die wir alle miteinander getroffen haben, die Zusagen, die wir gegeben haben, auch weiter einhalten. Und ich habe mitgenommen, dass wir auf dem Weg, die Trendwenden, die gesetzt sind, konsequent weiter nach vorne zu treiben, weiter auch nachhaltig zu machen. Und das ist mit vielen Hausaufgaben im eigenen Haus verbunden, dass wir das jetzt in aller Konsequenz angehen. Das werden wir und das werde ich mit aller Energie machen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt direkt im Anschluss zum ersten Besuch zu einer entsprechenden Truppeneinheit nach Celle aufbrechen werde. Denn ich habe heute schon viel über die Bundeswehr gehört und ich will mir das jetzt alles vor Ort anschauen. Vielen Dank.